Ja, und da nimmt uns Ralf Goedde jetzt mit ins Leben und ins Werk von Friedrich Jahn. Heute vor 100 Jahren wurde der Mann geboren, der mit der Wienerwaldkette einen weltweiten Gastronomiebetrieb geschaffen hatte. Es gibt Millionen von Sternen. Mit 65 Jahren entdeckt er seine Leidenschaft fürs Singen und nimmt zahlreiche Schallplatten auf. Bekannt wurde Friedrich Jahn aber nicht mit seiner Musik. Der österreichische Gastronom und Geschäftsmann macht in den 1950er Jahren das Grillhähnchen zum Verkaufsschlager und gründet die legendäre Wienerwald-Restaurantkette. Sein Werbeslogan: Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Fast 3 Jahrzehnte lang hat er damit Erfolg. Auch die Prominenz geht bei Friedrich Jahn ein und aus. Sogar der Kaiser höchstpersönlich, Franz Beckenbauer. Der Kunde war bei ihm König, für den hat er alles gemacht. Dem Gast zu Diensten zu sein, das war von Anfang an seine Berufung. Heute vor 100 Jahren wird Jahn in Linz geboren. Sein Großvater hat dort eine kleine Gastwirtschaft. Der kleine Friedrich wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Er beginnt als Kellner zu jobben, auch in Restaurants, in denen er mit den Privilegierten und Gutbetuchten in Kontakt kommt. Jahn ist fasziniert von dieser Welt, sein Ehrgeiz ist geweckt. Anfang der 50er Jahre arbeitet er im Hotel Bayerischer Hof, einer Top-Adresse in München. Auf dem Oktoberfest kommt ihm dann die entscheidende Geschäftsidee. Da habe ich gesehen, dass ich die Leute anstellen darf für einen Braten und damals haben sie 14, 16 Mark bezahlt. Haben wir gesagt, jetzt fährst du am Fiktualienmarkt in München, verstehen Sie, und fragst du mal, was so ein Vogel kostet. Und dann sagt die zu mir 2,20 Mark oder 2,30 Mark, und das darf doch nicht wahr sein. Da haben wir gedacht, wenn ich es selber mache und wenn ich auch günstig den Preis bin, dann muss ich mit den Händlern ein gutes Geschäft machen. Gesagt, getan. 1955 eröffnet Friedrich Jahn in München den ersten Wienerwald. Doch damit nicht genug, er will expandieren. Wenn man Unternehmer ist, dann soll man das Geld, was man verdient, wieder investieren. 1967 gibt es schon 250 Restaurants. Dann war das nächste Ziel 500. Erinnert sich der ehemalige Wienerwald-Geschäftsführer Herbert Eder. Und dann waren es eben 1000, die Zahl hat ihn schon magisch beherrscht. 1973 wird Jahns Tochter Evelyn entführt. Die Forderung 3 Millionen Mark Lösegeld, der Österreicher zahlt. Nach 3 Tagen kommt Evi frei. Die Täter werden kurze Zeit später geschnappt. Da habe ich Freudentränen vergossen, wie ich es wieder zurückbekommen habe. Der Händelkönig investiert auch in andere Geschäftsfelder, gründet den Touristikveranstalter Jahnreisen, ein Transportunternehmen und Immobiliengesellschaften. Mit dem Wienerwald wagt er den Sprung über den großen Teich und eröffnet alleine dort fast 900 Betriebe. Der Amerikaner, der liebt ein bisschen diesen European Touch. Wir bringen richtige Händel vom Spieß rüber, wir bringen ein Schnitzel rüber und wir bringen ein Kasseler Ripperl. Doch Anfang der 80er Jahre wächst das Wienerwald-Imperium dem gelernten Kellner, der immer noch möglichst viel alleine entscheiden will, über den Kopf. Immer mehr Investitionen sind kreditfinanziert. Als die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, wollen einige Banken ihr Geld zurück. 1982 der Crash. Jahn muss Insolvenz anmelden und die Villa in der Schweiz gegen eine kleine Wohnung in München eintauschen. Meine Frau, die war eine der Glücklichsten, dass wir eigentlich alles verloren haben. Wir haben ein Haus gehabt mit einem Haufen Zimmer und so weiter. Die hat ja den ganzen Tag gearbeitet, 16 Stunden, damit das Haus in Schuss gewesen ist. Und heute haben wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, da ist sie in ein paar Stunden fertig und jetzt kann sie sich wirklich ein schöneres Leben machen. Später versucht der Händelkönig noch einmal einen gastronomischen Neustart, jedoch ohne Erfolg. Friedrich Jahn stirbt 1998 an Leukämie. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden.